Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Live 2 Projekt. Einen wunderschönen wünsche ich euch, liebe Leute. Es hat sich viel getan. Es ist 6 Uhr morgens, es ist der nächste Tag und wir haben noch am Abend, am gestrigen Tag sozusagen, den Futtermischer aufgestellt. Den Futtermischer, deswegen haben wir auch weniger Geld jetzt. Und der Futtermischer, der wurde schon fleißig jetzt, benutzt. Der ist hier hingekommen. Hier haben wir ein bisschen Weg gebaut. Ich habe hier schon ein bisschen abgeladen. Das heißt, ihr habt jetzt, ja, so ein bisschen habt ihr verpasst, aber nicht viel. Und wir haben schon fleißig befüllt. Wir haben schon ganz viele Mischrationen gemacht. Weil der Herr Neumann hat schon, er war wirklich extrem fleißig. Die ganze Zeit hin und her gefahren. Und der ist jetzt neu. Ich habe jetzt nochmal mit dem Bürgermeister gesprochen, weil wir eben gesagt haben, schwierig. Ich würde gerne den ganzen Platz nutzen und wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir eine BGA kaufen können. Warum eine BGA? Es ist ganz einfach, wir bekommen jetzt von allen Seiten irgendwie Gras irgendwie rein und jeder will, dass wir das Gras mähen und so weiter und das müssen wir irgendwo hinbringen. Und jetzt haben wir uns einfach gesagt, komm, wir kaufen uns jetzt einfach noch, eigentlich sind es zwei Sachen, die wir uns kaufen, weil wir gesagt haben, komm, dann lass die Fläche vollkommen nutzen. Wir kaufen uns jetzt noch eine BGA und wir werden uns in weiterer Folge noch einen Komposter kaufen. Das sind die Sachen, die wir gerne haben wollen, weil wir dann unser ganzes Material, was wir von den Feldern holen, können wir dann verwerten. Darum wäre es nämlich gegangen. Und ja. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben ja noch den Weizen offen. Der Weizen muss noch gemacht werden. Und jetzt müssen wir eben gucken, wie das hier vonstatten geht. Weil der Ansgar, wer ist der Ansgar? Ich weiß nicht genau, wer der Ansgar ist. Der Martin. Martin heißt er. Ansgar, im zweiten Namen habe ich gehört. Der Martin, da hinten ist er sogar, glaube ich. Der hat nämlich gesagt, wir können seinen Weizen haben. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ob wir das jetzt machen oder ob wir das gleich machen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie geht es eigentlich unseren Tieren. Denen geht es, glaube ich, ganz okay, ne? Alter, es wird echt höchste Zeit, dass die Butterproduktion kommt. Wir haben 25.000 Liter Milch. Das ist einfach zu viel. Also da braucht ihr echt, wie gesagt, kein Mensch. Futtermischanlage läuft, wie gesagt. Die anderen Sachen machen wir dann. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob der Herr von und zu... Jetzt warten wir noch ganz kurz. Vielleicht ruft er mich dann auch zurück wegen dem Weizen. Wie war das hier weiter vor? Wie war da weiter vorgehen? So. Gut. Das heißt, das können wir eigentlich auch so weitermachen. Und ja, wie gesagt, wir haben angefangen schon, das Zeug vom Schubert zu holen. Die Silage und da machen wir jetzt direkt weiter. Ich würde sagen, wir fahren nochmal rüber. Wir gucken uns das ganze Ding jetzt nochmal an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, wir müssen beim LU anrufen. Und zwar, das LU müsste uns mal die Felder bestellen, weil, das LU muss gucken, wir haben ja jetzt nicht so den aktuellen Bedarf, oder beziehungsweise wir haben nicht die Maschinen, dass wir diese Felder hier neu machen. Diese 49 und 48. Und deswegen müssen wir mal gucken, was wir hier machen, weil hier muss was drauf. Weil hier, das kann die ganze Zeit schon wachsen. Und das müssen wir jetzt mal ein bisschen forcieren. Ja, hallo, Cornelu hier. Ja, grüße, der hier, Aumeier, Mahlzeit. Ach, grüß dich, Aumeier. Grüße. Es ist wieder mal soweit. Wir müssten die Felder bestellen. Aua, bin gerade umgerannt. Aber gar kein Problem. Gar kein Problem. Was können wir denn da machen? Kalken, Güllen, das komplette Programm? Ich guck mal, was die Bodenproben sagen, ob sie Kalk benötigen. Düngen auf jeden Fall. Und beim Ansehen möchten sie bewusst mal sagen, was sie haben wollen. Ich würde gerne eine Runde Weizen machen. Komplett also, alle drei Felder. Alle drei Felder Weizen. Ich weiß, auf der... lass mich kurz überlegen. Auf der 47 liegt noch ein bisschen Stroh. Da sind wir dabei, das wegzumachen. Also nicht auf der 47 anfangen, bitte. Nee, das ist gar kein Problem. Machen wir auf der 49 und dann arbeiten wir uns nach unten weiter. Wunderbar. Super. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo. Wo ist er denn, der Ron? Hallo. Ron? Hallo. Ron, komm mal raus aus dem Gebüsch hier. Hallo. Ich hab mich verstecken müssen. Ich hab gedacht, du fährst mich zahm, du kannst mich nicht mehr leiten. Na, irgendwas, also hier spukt irgendwie. Ich hab gerade telefoniert. Entschuldigung, ich hab dich gesehen, aber was kann ich tun für dich? Ja, Thorsten. Wir stehen mitten an der Straße.
Ja, es macht nichts. Der Polizist ist ja nicht da, der ist hinten bei mir, der trinkt wieder. Säufer, ja? Ja, sag ja. Ich schau mal, was ich dabei habe. Was denn? Vielleicht hättest du Interesse an. Ich sehe gar nichts, warte mal. Warte, oh, geh mal aus dem Gebüsch hier raus. Nicht, dass die Nachbarn hier was denken von uns beiden. Das wäre ja nicht so. Was? An den Tausender Fendt oder was meinst du jetzt? Nee, nee, geh mal hinter. Geh mal hinter an den schönen Ladewagen. Oh, was ist das denn? Gibt's den jetzt auch in groß oder was? Den gibt's auch in groß. Das ist natürlich ein Ding. Jetzt hätte ich eine Idee. Ja. Ich wollte eigentlich direkt zu dir auf den Hof kommen. Ja. Weil du machst dir was mit Kühe. Ja, ist richtig. Hättest du nicht Interesse mal dran? Vielleicht dieses auch mal zu testen, wie die Maschine so ist? Ja, können wir gerne machen. Ja, das hört sich doch gut. Aber ich habe ein Problem, Ron. Oh, nee, welches? Du musst, schon wieder, du musst für den Traktor dazugeben, weil ich habe keinen so einen starken Traktor. Na, das war mir ja klar, deswegen habe ich das jetzt so zusammengestellt, ne? Ja, gut. Pass auf, Thorsten, dann noch was. Ja. Du weißt ja, mein Firmengelände hinten dran ist eine Wiese. Diese Wiese gehört mir. Okay. Ja, du bist ja der einzige Betrieb, der wo hier irgendwas mit Tieren macht. Ja. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hättest du Interesse dran, wenn du diesen Wagen probierst. Ja. Den probierst du bei mir aus, mähst mit dem Wiese gleich mit ab, weil ich möchte gerne ein paar Parkplätze hinbauen. Okay. Und du kannst das Gras behalten? Das kann ich dir sehr gerne machen, Ron. Na, das denkt, da wäre uns beiden geholfen. Aber ich habe noch eine Idee. Aber jetzt bin ich aber gespannt. Also, damit du auch hier wegkommst. Ja. Was hältst du davon, wenn wir einen kleinen Service machen bei meinem Teleskoplader? Du, können wir machen. Weil dann kannst du den nochmal mitnehmen. Dann fahre ich in die Richtung, von der ich kam, und du ebenfalls. Das passt, einwandfrei. So machen wir das. Ich muss aber noch ein paar Sachen erledigen. Entschuldigung, es geht sofort weiter, tut mir leid. Ah, okay. Ja, gut, danke. Ich dachte, es was passiert. Nee, alles gut, alles gut. Danke. Ach, was ist denn hier los, Alter? Ich brauche noch ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde, und dann mache ich dir das mit dem Gras. Das passt, das ist super. Pressiert nicht. Muss auch die Kühe füttern und so weiter, das ist nicht so einfach. Nee, das passt. Viel Spaß mit meinem Fans. Ich nehme dein Teleskop mit. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem fahren kann. Ja, ist doch gut. Okay. Jetzt regt euch mal ab, ja. Okay, gut. Alles klar. Okay. Danke, Ron. Tschüss. So, tschüss. Gott, muss ich ja mit dem Monster fahren. Das ist ja, Das ist aber hier, Das ist ja nicht so verkehrt, ne? Ja, jetzt wollte ich, wie soll ich denn das jetzt mal Mitarbeiter erklären? Der denkt doch, ich hab nicht mal Latten am Zaun. Ach du Schande. Ja, das ist aber hier sehr eng, ne? Meine Güte, ist das ein... Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Ding? Jo, wir könnten unser Stroh gleich aufsammeln. Warte, ich muss den Herrn Neumann anrufen. Der wird mir das nicht glauben. Aber ich muss den Herrn Neumann anrufen, weil das glaubt er mir nie. Ich hoffe, ich bin nicht im Weg hier. Neumann. Grüße, der Herr Aumeier, grüße, hallo. Hallo, Herr Aumeier. Ja, also es hat sich jetzt wieder mal alles geändert. Ich wollte gerade die zweite Fuhre Silage beim Schubert holen. Ja. Und da kam mir der Ron entgegen und hat mir der hat mir ein Fahrzeug hingestellt, ne? Okay. Zum Probieren. Und zwar ist es ein 1050 Fendt Vario. Oh, ein schönes Gefährt. Aber da nicht genug. Wir haben noch einen Fendt, ich weiß nicht, was das ist, irgendeinen Ladewagen bekommen. Ich glaube, ich sehe sie da gerade schon auf unserer Zufahrt. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob wir hier reinkommen hier. Ja, Wahnsinn. Was haben wir denn mit so einem großen Fuhrwerk? Da sind wir doch gar nicht ausgelegt dafür, oder? Ja, aber auf Feld 48 würde noch ein bisschen Stroh liegen. Das ist also mir auch gerade in den Sinn gekommen. Bietet sich ja super an. Wahnsinn, perfektes Timing. Das muss ich mir erstmal direkt angucken. Warte mal, ich muss ja gerade noch mal ein paar Linien... Ja, ist ja alles hier hochelektronisch. Ihr legt mal auf, ne? Jawohl. So, aber da bin ich wieder. Ah, Mahlzeit. Mahlzeit. Alter, ist ja Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Schick. Boah. Ja, schönes Gewicht. Also hier ist ja wirklich... Großes Fahren. Polizei? Nee, der will nichts von uns, glaube ich. Das ist ja wirklich ein Wahnsinnsgerät, ne? Muss ich das Wahnsinn, so sagen. Wahnsinn. Ja, was machen wir denn? Soll ich... Da werde ich mal das Stroh holen, oder? Ja, sehr gerne, Herr Aumeier, wenn es bei ihm passt. Ja, ich werde mal gucken. Oh, der Herr Schwarz, hallo! Ja, hallo, Herr Aumeier. Mahlzeit. Herr Schwarz, grüß Sie. Ja, dann neue Geräte. Also, denken Sie nichts Falsches von mir. Ja, der Herr van Steben hat mir den zum Testen gegeben. Ja gut, ich sag mal so.
Neue Gerätschaften braucht man ja immer mal. Boah, ne? Ich hoffe, der Bankberater sieht das nicht. Ne? Wenn der sieht, dass ich mit so einem Ding rumfahre, der glaubt auch, ich bin irgendwie nicht mehr... Wenn ich dem sage, ich habe sehr wenig Gewinn gemacht, dann glaubt ihr mir das nie im Leben. Ja, gut. Nee, aber naja, wie gesagt... Man kann den Gewinn ja jetzt auch, ne? Anders investieren. Ja, ne? Das stimmt. Das wäre natürlich... Ja. Aber eine ganz andere Sache. Ich bin jetzt gerade, eigentlich bin ich hier jetzt gerade auf Streiffahrt, ne? Ja. Aber bis jetzt noch keinen Falschparker hier noch wieder gesehen. Noch was Privates. Was Privates, ja? Ja. Und zwar habe ich 2 Pferde bekommen. Oh, schön. Ja, die habe ich vom Schlachter gerettet. Oh, okay. Ich bin tierlieb. Schlachter, da dachte ich, nein, dafür sind die Pferde zu schade. Und ja, das stimmt. Ich bräuchte da vielleicht ein bisschen Hafer. Hafer? Hafer haben wir natürlich im Lager. Wir sind ja natürlich auf die Tiere ausgelegt. Wie viel brauchen Sie denn da? Ah, so 2.000-3.000 Liter. 2.000-3.000 Liter. Ja, das würde erstmal für den Anfang reichen. Soll ich Ihnen das vorbereiten oder sollen wir das irgendwo hinbringen? Sollen wir das vielleicht gleich füttern? Ich frage nur, weil wenn wir das schon mal im Anhänger haben... Also wenn Sie das jetzt alles so auf einmal machen können, so zwischendurch mal irgendwie, ich weiß ja nicht, wie Sie zeitlich eingebunden sind. Ja, das ist ganz nett. Ich sag mal, ne? So, für Sie machen wir da, also wir schaffen das schon. Ne? Ich muss Ihnen aber leider sagen, das wird nicht ganz billig. Ja, ich sag mal so, ne? Weil also, möchte ich ja natürlich. Also so ist, ich möchte es jetzt nicht umsonst haben oder nein. Also ich bezahle den ganz normalen Preis. Wir liefern Ihnen 3.000 Liter, Herr Schwarz. Ja. Ich sage Ihnen, wie es ist. Ich habe das eigentlich schon verkauft, aber ich kann da vielleicht noch was drehen. 3.000 Liter, lassen Sie mich kurz am Taschenrechner rechnen. Boah, das ist... Nee, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen jetzt, ne? Ja, so ein bisschen. Ich kann Ihnen anbieten 9.000. 9.000 frei geliefert. Und dann ist sie, ich sage Ihnen, wie es ist, ich bekomme da eigentlich 15.000 für die 3.000 Liter. Aber wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und ich bin ja auch kein großer Freund vom Schlachter. Deswegen glaube ich, haben wir da den gleichen Gedankengang. Ja, ich würde sagen, komm, das machen wir. Das sind wir die Pferde so? Auch noch wert. Wunderbar. Ja, das machen wir. Wir sind gerade ein bisschen eingespannt. Wir werden es heute schaffen, aber ich weiß es nicht, ob in der Stunde oder in 3. Ja, alles gut. Machen wir das so? Ich habe noch eine andere Frage, Herr Schwarz. Haben Sie denn ausreichend Stroh für Ihre Pferde? Stroh haben wir, und was mir noch fehlt, ist Heu. Ja, Heu haben wir natürlich auch da. Ja, wenn, dann können wir jetzt sofort so ein Komplettpaket machen hier. Das wäre ja optimal. Dann machen wir das so, wir bringen Ihnen alles vorbei, wir machen dann alles voll, was da gerade zu machen ist und ich rufe dann an, was es kostet. Machen wir so? Ja, das machen wir so. Das hört sich gut an. Dann müssen Sie halt beim nächsten Böllchen vielleicht die beiden Augen ein bisschen doller zudrücken. Ja, also ich glaube, in der Vergangenheit habe ich hier doch schon beide Augen zu sehr zugemacht. Ich glaube... Ja, das passt. Ja, aber das passt. Geben und nehmen, ne? Immer gleichermaßen. Ja, ja, genau. Gut. Ich sag mal, Sie sind ja hier ein Landwirt, mit dem kann man noch zusammenarbeiten. Und es gibt so andere, die Namen möchte ich jetzt nicht nennen, ich glaube, mit denen funktioniert das hier nicht so. Okay. Nee, aber wie gesagt, also wir haben es da. Ich will ja da nicht damit sterben, wissen Sie? Ich will ja auch, dass die Tiere schönes Futter bekommen, dass sie gut wachsen, gut gedeihen. Das ist ja alle unser Interesse hier. Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist... Ich sehe es ja auch. Also ich habe gehört, Schafe haben sie auch hier, ne? Ja, Schafe haben wir, Kühe haben wir mittlerweile. Wir haben jetzt auch wir haben jetzt umgestellt. Wir haben jetzt leider unser Futtermischwagen zu klein wurde, haben wir jetzt eine große Futtermischanlage aufgestellt, damit wir auch gewährleisten können, dass immer die gleichen Mengen gefüttert werden, weil die Kühe reagieren da schon ziemlich allergisch, sage ich mal, wenn da ein bisschen zu viel Stroh oder zu viel Heu drin ist. Deswegen, wir sind bemüht, wirklich das Beste für unsere Tiere rauszuholen. Ich merke das hier schon, also ich glaube, Sie sind hier so einer mit einem wirklich großen Herz, so ein Herz für Tiere. Das auf alle Fälle. Ja, ich merke das schon. Wenn man mal in die Zeitung guckt und so ein paar Filmchen anguckt auf YouTube, die da so rumkriechen mit Schlachthaus und muss ich Ihnen nicht erzählen, ne? Nee, ich mag das auch nicht. Das ist eben. Aber was ich jetzt gerade auch noch sehe, ja? Haben Sie einen neuen Angestellten? Ja, der Herr Neumann. Es war so viel zu tun. Der Mike, ne? Den Mike kennen Sie noch? Ja, den kenne ich. Ja, der muss leider das Geschäft von seinem Vater übernehmen. Der ist leider gestorben letzte Woche. Ah. Das war nicht so eine... ich habe ihn nicht mehr gesehen, den Mike tatsächlich. Er hat mir nur eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Und ja, da hat er eben gesagt, er muss die Knopfmacherei übernehmen. Hat aber seinen Freund vorbei, seinen Kollegen vorbeigeschickt, den Herrn Neumann. Uwe heißt er eigentlich. Klasse Typ, super Arbeiter. Also das ist auch einer der wenigen noch, der die Arbeit sieht.
Also das ist ja heutzutage wirklich selten, also, dass man jemanden hat, der die Arbeit noch sieht. Ne? Ich habe mal so probehalber, ne, kann ich ganz kurz erzählen, habe ich hier am Waschplatz eine Ballenpresse hingestellt. Eine schmutzige Ballenpresse. So ein normaler Angestellter sieht die, sagt, ja, interessiert mich nicht. Er hat das gewaschen und hat mir sogar gesagt, ich stelle sie noch weg, die muss gerade noch ein bisschen trocknen. Und genau da habe ich gewusst, da ist er, das ist er, das muss er sein. Ich wollte gerade sagen, also so einen Angestellten, den kann man mit Gold nicht bezahlen. Nee, also. Das stimmt. Und also den sollten sie mal anketten, dass er bloß da bleibt. Ne? Ja, das muss ich eh bald machen, weil, ja. Aber ich glaube, wir können ganz gut, wir zwei. Ja, doch, ich glaube, das hört sich schon ganz gut an. Doch. Das. Gut, Herr Schwarz, ja, ich würde echt noch jetzt weiterreden, aber das Feld ruft. Ja, nee, alles gut, ich will sie nicht aufhalten. Okay, ja? Wir machen alles das. Klar. Ich muss mir langsam echt einen Planer schreiben. Ich muss für den Herrn van Steben die Wiese mähen. Ich muss für den Herrn Bürgermeister noch was machen. Ja, aber Herr Schwarz, ich werde Sie vorreihen, ne? Ich werde Ihre Sache als erstes machen. Ja, das ist ja lieb. Das ist ja das Mindeste, was ich machen kann. Ja, das ist sehr nett. Dann, ich glaube, dafür werde ich mich auch noch mal irgendwann arrangieren. Ja, und dann, wie das gesagt, kriegen wir alles hin. Das machen wir schon alles. Ich muss noch ganz kurz einen Tipp geben. Der Herr van Steben, ne? Ja. Ja, wie soll ich jetzt sagen? Der plaudert gern mal ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja. Und der plaudert auch solche Sachen wie, der Polizist sitzt schon wieder bei mir und trinkt ein Bier. Ist also, ihre private ist Geschichte, geht mir also nichts an, ne? Aber... Nein, also das möchte ich hier jetzt mal klarstellen. Also, dass ich mal bei dem Herrn van Steben bin zum Bier trinken, das ist richtig. Aber das ist immer erst so ab 20 Uhr. Und, okay. Ich habe da nur ein paar Meter, habe ich bis nach Hause. Ja, das laufe ich. Das ist ihre Privatangelegenheit, ne? Aber wenn das der Falsche in den Hals bekommt, da kannst du mal richtig zur Sache gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so, ne? Ja. Nein, also wie gesagt, ich sag mal, so ein Feierabendbier, das halte ich mit dem Ron hier schon länger, ne? Eben abends also zwischen 7 und 8 treffen wir uns eben, dann trinken wir eben ein Feierabendbierchen und dann ist gut. Nee, also, da ist ja nichts gegen einzuwenden, überhaupt nicht. Nein. Also im Dienst schon mal gar nicht. Ja. Und fahren. Sowieso nicht. Ne? Nee, also, ist klar. Das kann ich mir als Polizist ja auch gar nicht erlauben. Da vibriert schon wieder. Gut, Herr Schwarz, ich muss weiter. Ja. Ich danke vielmals. Danke, tschüss. So. Ja, hallo? Moin, hier ist der Kirchner. Ja. Mahlzeit, grüß dich, bitte. Martin hier. Jo, ich hatte irgendwie eine Nachricht von dir auf dem AB. Ja, stimmt, hast recht. Den Weizen, ich weiß gerade den richtigen Artikel nicht, den Weizen, den ich gekauft habe bei dir. Ja. Wo kann ich den abholen? Der wurde bereits abgeholt. Von wem? Von dem Olaf Schubert. Warum? Weiß ich nicht. Wir hatten doch ein Auftragsverhältnis, wir zwei, oder? Das schon, aber jetzt hat er das geholt und dann habe ich ihm das auch direkt überwiesen. Ich wusste nicht ganz, wie jetzt hier die Verhältnisse sind. Ja, und was mache ich jetzt mit meinem Kunden, der darauf wartet? Also, wir haben, glaube ich, noch mehr. Wenn es da noch großen Bedarf gibt. Ja, natürlich. Wie viel brauchst du davon nochmal? 20.000 Liter. 20.000 Liter, ja. Das kannst du jederzeit haben. Okay. Aber was war das denn dann für eine Aktion vom Olaf? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich muss ja ganz ehrlich. Also, ich habe jemanden, ist das der das denn braucht. Dein Kunde? Nee. Ich habe beim Olaf habe ich nur Silage gekauft, aber das war's. Ach so, für mich wirkte das jetzt so, als ob du ihm das verkauft hättest. Nee, warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Naja, er hat mehr Geld dafür geboten. Also, er hat gesagt, er hätte mit dir 1.300 vereinbart. Wieso wusste er denn überhaupt, dass du bei mir was abholst? Das frage ich mich auch. Also, ich habe ihm nichts erzählt. Ich habe ihm auch nichts erzählt. Hä? Das ist aber sehr komisch. Aber ich finde ja die Aussage nicht ganz fair. Der hat mehr bezahlt. Also, wenn wir einen Deal haben, dann gehe ich schon davon aus, dass wir dazu stehen. Also, ich habe die Kapazitäten. Ich habe 20.000 im Silo. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ja. Nur, ich verstehe den Move jetzt nicht ganz. Also, der ist einfach so davon erfahren. Ja, vielleicht hat er einfach auf Glück nachgefragt. Ich weiß, das also. Kommt mir jetzt ein bisschen weit hergeholt vor. Weiß ich nicht. Naja, kann ich also, nicht wie sagen. Gesagt, ich habe die Kapazitäten, ich habe die Ressourcen auf dem Hof. Komm vorbei, nimm's mit und zahl dann, ich glaube, 1.200 hatten wir. 1.200 haben wir gesagt, genau. Ja, das geht jederzeit. Wunderbar. Dann komme ich dann vorbei. Ich sag dir dann Bescheid. Jo. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, was ist denn hier los? Ah. Hallo. Servus, Thorsten. Grüß dir, bitte.
Was kann ich tun für dich? Also das Ding ist ja lässig. Ja! Das ist aber nicht meins. Nicht deins. Nein, das ist vom Händler. Der hat mir das geliehen. Das ist ein Vorführer. Das ist natürlich. Also, das ist nicht meins. Auch? Aber ich habe mir schon gedacht, dass das ein Problem wird. Wenn du mich damit rumfahren siehst, ne, dann haben wir hier gleich Fragen über Fragen. Er schaut ja so ganz, ganz böse. Das ist super. Ja, ja, das stimmt. Aber tatsächlich wollte ich mit dem gerade losfahren und das Gras von deinem Garten holen. Ah, sind die Aktien gestiegen oder warum bimmelst du? Das weiß ich auch nicht. Okay. Du, pass auf, ich bin wegen zwei Dinge da. Oh ja? Erstens. Ja? Bitte dich heute, entweder eine oder zwei Raten zu bezahlen. Wie magst du da am besten verfahren? Was kostet die Rate nochmal? Du schuldest mir standardisiert 120.000. Dann zahle ich dir heute eine Rate, wenn das geht. Hast du euch schon irgendeinen Verdienst schon gemacht mit den Tieren? Momentan noch nicht. Wir sind noch im Aufbau. Wir haben natürlich auch wieder investiert. Mhm. Wenn du mal darüber guckst zu den Kühen, ja, da haben wir jetzt eine vollautomatische Futtermischanlage installiert. Also die können wir okay. dann auch ins Kapital mit aufnehmen. Die hat 200.000 gekostet. Perfekt, ja. Damit wir einfach ein bisschen flexibler sind und damit auch die Maschinen ein bisschen arbeiten für uns, weil wir leider nicht so viele qualifizierte Arbeitskräfte bekommen momentan. Ja, das ist eigentlich so, das ist immer das Problem. Ja. Aber du, wenn du halt noch mehr Geld brauchst, musst du einfach nur was sagen, gell? Nee, also alles gut. Also ich werde jetzt mal die 120.000 überweisen, ne? Mhm. Und so, müsste jetzt weg sein. So, vielleicht müsste da sein morgen oder weiß auch nicht genau. Das habe ich auf alle Fälle bezahlt. Na ja, perfekt. Und noch eine kleine Frage an dich. Das ist bezüglich die Pferde. Hast du dir da schon was durch den Kopf gehen lassen? Ja, tatsächlich habe ich mir da wirklich was durch den Kopf gehen lassen. Und zwar glaube ich, also du willst ja nicht der Pferde, weiß ich nicht, wie sagt man das, der Pferde Mongul schlechthin werden. Du willst ja nur 1, 2, 3 Pferde haben vielleicht. Also wirklich im kleinen Sinn. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich habe jetzt mit dem örtlichen Tischler geredet und mit dem Schreiner, der das Ganze ein bisschen bauen wird. Das Problem ist bei dir, deine Fläche ist nicht ganz eben. Du hast so kleine Erhöhungen drin. Okay. Das ist jetzt nicht weiter ein Problem, aber natürlich will der Handwerker da ein bisschen mehr Geld für haben. Was soll ich dir sagen, ne? Ja, ich will Geld haben. Ja. Ich habe ihn jetzt aber runterdrücken können und ich kann dir ein Angebot machen. Das heißt, du bekommst einen Pferdestall, du bekommst zwei Pferde, weil ich habe nämlich einen Bekannten, der geht in Rente und der will seine zwei Pferde, die eigentlich noch relativ jung sind, aber die von guter Hand kommen, die will er nicht zum Schlachter geben. Und ich habe gesagt, ich kann die abnehmen, aber du weißt, wie das ist, ne? Die wollen alle mega viel Kohle haben. Ja. Aber ich habe den auch nochmal ein bisschen runtergedrückt. Ich kann die anbieten. Den Stall, zwei Pferde plus komplette Fütterung und Stroh. Für die ersten zwei, drei Mal können wir gerne vereinbaren. Da, du wärst wirklich viel teurer dran. Ich kann dir das für 200.000 machen. Für 200.000? Für 200.000. Da ist aber schon der Bodenausgleich dabei. Mhm. Und da ist auch tatsächlich die Tränke dabei. Die Tränke ist auch sehr teuer, weil die müssen wir dann fast täglich ausleeren, neu befüllen. Also das ist für uns auch sehr viel Arbeit. Darum geht es mir, ehrlich zu sein, eher mehr. Ja. Also dass das Ganze eben, wie sagt man das ein bisschen, dass das Ganze halt eben immer in Funktion ist. Das Ganze muss halt unterhalten werden. Und das heißt, wir müssen da hinkommen, wir müssen uns auch ein bisschen um die Pferde kümmern. Eben. Wir müssen auch gucken, dass die immer frisches Stroh haben und so weiter. Das Problem bei den Pferden ist, wenn du da ein bisschen nachlässig bist, ne, die werden so stur und da fliegst du ganz schnell mal von oben auf den Boden. Das ist leider das, womit ich so langsam gerechnet hatte. Ja. Aber was würdest du mir da auch irgendwie so, ich sag mal, so einen kleinen... Also so eine kleine Zusatzdienstleistung ist einmal irgendwie geben oder dem dich darum das kümmerst. Also wie gesagt, das drum kümmern ist jetzt erstmal dabei bei den 200.000, habe ich schon mit einkalkuliert. Ja, aber ich bin kein Centzähler, weißt du? Wenn du jetzt, also wir machen das gerne und wenn es über laufende Kosten können wir uns dann unterhalten. Ich kann das gerne übernehmen, solange du diese Pferde bei dir im Besitz hast. Ja, das wäre toll. Können wir sehr gerne machen. Ich werde auch jetzt nicht wegen 1.000 Euro zu dir kommen. Weißt du, das mache ich nicht. Da komme ich vielleicht irgendwann mal zu dir und sag, du, es werden wieder 2.000, 3.000 fällig. Das, glaube ich, wird nicht das Problem werden. Nein, definitiv nicht. Also da kannst du dich gerne melden. Eben. Deswegen, das so machen, glaube ich, das ist sogar perfekt. Ja. Das passt so. Wenn du da das Go gibst, dann würde ich schon mal den Handwerkern Bescheid geben. Mhm. Und ich werde das jetzt auf alle Fälle vorfinanzieren, weil die Handwerker, die wollen Cash, ne? Also da ist nichts mit, machen wir dann später in 60 Tagen.
Die wollen Cash, weil sonst kommt da kein Mensch. Na, das ist schon ganz klar, aber das warum? Nee, ich will ja dir auch ein Ergebnis liefern und dann sagen, okay, und das, da, ich brauche natürlich auch das Geld dafür, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie sagen von dir, gib mir die Hälfte schon mal im Voraus und wir machen das. Ich will dir das hinstellen, ich gebe dir die Pferde, ich gebe dir eine Anweisung und dann ist die Rechnung fällig. Passt. Machen wir das so? Mich. Perfekt. Wunderbar. Perfekt einfach. Das Gute ist an den Pferden, ich habe dir gesagt, eben von dem, der in Rente geht, die sind das Reiten auch schon gewohnt. Also das ist nicht vollkommen fremd, wenn da ein Sattel hinten drauf geworfen wird, sondern die kennen das auch schon. Also noch besser. Eben. Deswegen haben wir gedacht, weil ich will ja nicht, dass du irgendwie runterfällst und die alles Mögliche brichst, weil ich brauche die ja noch. Danke. Ja, das ist, glaube ich, in beiden Interessen. Gut. Na, aber wenn das eher alles so gut ist, dann brauche ich gar nicht lange nachfragen. Nee, das passt. Ja. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert. Wir haben momentan eine ziemlich lange Liste an Sachen, die gemacht werden muss. Ja. Aber Step by Step, ne? Meldet ihr einfach super durch. Ja, mach ich schon. Kein Ding. Das ist alles kein Problem. Ja, ja. Gut, dann bin ich auch zufrieden. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen Traktor. Ja, ich tue mich schwer, hier rein und raus zu fahren. Ne? Der Hof ist nicht dafür gebaut, dass wir solche großen Fahrzeuge sind, aber gut. Natürlich. Kackt der gerade neben den Reifen? Was? Nee, oder? Was kostet eigentlich so ein Gespann? Boah, da habe ich jetzt den Ron gar nicht gefragt. Ich kann nur mal so ein bisschen über den Daumen. Ich glaube, du bist irgendwie bei 500.000 plus dabei. Gut. Das ist wirklich viel Geld. Bevor mir schlecht wird, ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Alles klar, ich dir auch. Wir kommen vorbei, sobald es geht. Ne? Danke dir. Jo. Tschüss. Passt. Bitte, servus. So, okay. Alter Schwede. Was? Wir haben nichts geschafft heute. Wir haben einen... Nee. Oh, das mit dem Warten war eine knappe Sache. Ne? Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Ich kann ja sagen, ich habe mit dem Langen einen Deal gemacht, weißt du? So, lässt er mich hier raus? Ich will nicht sein Sportcoupé-Wagen irgendwas da truschieren. Das ist nicht so geil. Ich will auch nicht unbedingt jetzt einen Kratzer reinmachen in die Büchse hier. So, aber da zieht... Ah, das ist hell. Das sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus. So, das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt hier anfange aufzusammeln, aber muss ja gemacht werden. Ah, das geht nicht, weil... ich das Ding nicht angeschalten habe. Inkompetenz hat einen Namen. Thorsten Aumeier. Hier ist ja was los, ne? Meine Güte. So. Gut. Ja, ist schick, oder? Also, ja. 1000 irgendwas Pfennt, das kann man auf alle Fälle machen, würde ich sagen. Warte mal, jetzt muss ich kurz nochmal hier gucken. So, mein Handy ist auf laut. Dann passt das auch. Weil nicht, dass mich noch jemand anrufen will. Aber jetzt müssen wir... Ah! Sag mal, habe ich irgendwie einen sechsten Sinn oder was ist hier los? Ihr bimmelt schon wieder. Hallo! Einen wunderschönen... Mahlzeit! Grüße! Mahlzeit! Der Herr Neumann hier, ja, hi. Grüße, bitte. Grüße. Ich hatte da noch eine Frage, bevor der Herr Schwarz kam. Und zwar, die Felder bei uns am Hof, die sind ja so ein bisschen, naja, stiefmütterlich jetzt die letzten Tage behandelt. Ja, das ist richtig. Da habe ich dich vergessen zu informieren. Das LU ist jetzt dabei. Ah, perfekt, super. Es wird auf allen drei Feldern wird Weizen angesät. Ja. Weil ich habe tatsächlich die letzten Tage so viele Telefonate bekommen mit Weizen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann machen wir da jetzt Weizen drauf, die drei Felder. Ich bin auch gerade dabei, auf unserem letzten Feld das Dingens wegzumachen, das Stroh wegzumachen. Ja, perfekt. Weil dann kann das hier direkt weitergehen. Super, ja, ich wollte nur einmal wegen den Feldern das angesprochen haben. Wie gesagt, Dann kam der Herr Schwarz, ich dachte, ich rufe nochmal schnell durch, bevor es bei mir auch dann wieder in Vergessenheit geraten ist. Ja, alles gut. Perfekt. Wir müssen uns eh mal jetzt am Hof treffen. Ja, ich könnte in 5 Minuten da sein. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie lange ich hier brauche. Ich würde mich dann gleich nochmal melden. Ist nichts Schlimmes, also keine Panik. Aber wir müssen jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen machen. So machen wir das. Gut, dann bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. So, okay. Ja, ich, der Neumann muss bleiben. Der Neumann kann bleiben, muss bleiben, muss ich fast schon sagen. Das ist wirklich ein super, super Mann. Und ich will mir das nicht entgehen lassen, dass der wirklich vielleicht abhaut oder vielleicht sagt, nö, Probearbeiten schön und gut, weißt du, aber irgendwann muss man auch mal sagen, jo, ist oder ist nicht, weißt du.
Und ja, das möchte ich eben as soon as possible machen mit dem Kollegen, weil er mir tatsächlich arbeitstechnisch sehr, sehr gut gefällt und das ist nicht selbstverständlich. So, wir müssen jetzt mal unsere Aufträge Step für Step arbeiten, ne? Abarbeiten, muss man es nennen. Ja, so ein Gespann ist schon geil, ne? Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr sowas feiern, so ein großer Traktor mit so einem Mega-Ladewagen? Das ist ja cool, oder? Da gehen auch 54.000 Liter rein, also das ist nicht so viel, aber besser wie 20 oder 30.000 ist es auf alle Fälle, ne? So, das laden wir hier mal ab. Ach, wie schön der Steier da steht. Frisch geputzt, ne? Ihr habt nichts gesagt zum neuen Mann, dass er den putzen soll. Hat er einfach gemacht. Ah, das kann er. Das ist so fett. So. Lad ab den Stuss. Und wo fährt er hin? Waschen. Ist unglaublich, ne? Der wäscht alles. Weiß nicht, irgendwie muss ich mal mit seinen Eltern telefonieren. Weiß gar nicht, ob er Eltern noch hat. Das, ne? Ob der irgendwie so einen Reinlichkeitsfimmel hat hier, oder? Aber ist egal. Du beklag dich nicht über Sachen, die dir gefallen. Wurde mir mal irgendwann gesagt. Und deswegen soll er da drücken. So. Ja, eine Schramme, mehr oder weniger. Der kommt vom Ron, weißt du? Das ist einfach nicht so tragisch. Weiter gleich nochmal rüber. Ah, der hupt sogar zurück. Er steigt extra ein zum Hupen. Wie geil ist das denn bitte? So, der Briefkasten, der wird bald hier flach am Boden liegen. Das habe ich im Gefühl, so. Alter, die Häufen hier, ne? So, aber, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Morgen, nicht morgen. In der nächsten Folge werden wir auf alle Fälle die Fixeinstellung für den Herrn Neumann machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich habe da Lust drauf, mit dem zusammenzuarbeiten. Und dem werde ich auch dann das Du anbieten. Weil ich glaube, das ist dann angebracht. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.